habe keine ausgelassen. Das waren so tolle Vorlesungen, also da war ich immer. Und deswegen hat Frings dann diesen jungen Professor Ratzinger, den jüngsten Professor der Uni Bonn, mitgenommen zum Zweiten Vatikanischen Konzil nach Rom. Das war für ihn auch eine neue Erfahrung, eine Erfahrung, die ihn natürlich auch bereichert hat. Weil er auch gesagt hat, Bonn war eigentlich meine erste große Liebe. Ich weiß nicht mehr, was wir uns erzählt haben, aber es war ohne Ende. Weil er so jugendlich wirkte, als wäre er noch ein Student. Aber Ratzinger ist dann bei seiner Entscheidung geblieben. Das war allerdings auch der einzige Sport, den er getrieben hat. Und als wir die Tür durchschritten, meine Frau noch zu mir sagte, das Reden überlasse ich dir. Die unbekannten Jahre. Professor Ratzinger in Bonn. 1959 bis 1963. Als ich hier in Bonn-Bad Godesberg einige Jahre als Kaplan gearbeitet habe, wurden mir viele Geschichten aus dem Leben von Professor Ratzinger in Bonn erzählt. Er hat fast täglich hier in St. Augustinus-Kirche die Heilige Messe zelebriert, ist aber auch ganz gerne in diese Herz-Jesu-Kirche zum Beten und zum Nachdenken gegangen. Das hat er mir selbst in einem privaten Gespräch bestätigt. So habe ich mich entschieden, die Zeitzeugnisse aus dem Leben von Professor Ratzinger in Bonn zu dokumentieren und Ihnen einige Geschichte aus dieser Periode zu erzählen. Dafür mache ich mich jetzt auf den Weg und treffe mich mit Menschen, die ihn damals hier kennengelernt haben oder die Insiderwissen haben. Erzbischof Georg Genswein, Privatsekretär von Benedikt XVI. Professor Karl-Heinz Menke, Inhaber des Ratzinger-Preises. Professor Manuel Schlögel schrieb über die Bonner Zeit von Ratzinger ein Buch. Dr. Esther Betz hat den jungen Professor Ratzinger im Zug nach Bonn kennengelernt und ist mit ihm seitdem in Kontakt geblieben. Pfarrer Michael Nienaber besuchte seine Vorlesungen an der Universität Bonn. Pfarrer Klaus Brüssermann studierte bei Professor Ratzinger in Bonn und legte bei ihm das Examen ab. Pater Romano Christen erzählt über das Leben von Professor Ratzinger im Collegium Albertinum. Historiker und Theologe Martin Lohmann steht seit Jahrzehnten mit Professor Ratzinger, Papst Benedikt XVI., in engem Kontakt. Dr. Franz Xaver Heibel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Papst-Benedikt-Institut Regensburg. Dr. Hans-Clemens Köhne sorgte für die Gedenktafel in Bonn-Bad Godesberg und besuchte den emeritierten Papst im Vatikan. Diese Zeitzeugen, Wissenschaftler und Experten berichten über diese Zeit aus vier verschiedenen Perspektiven. Über die Arbeit an der Universität, über die Arbeit beim Zweiten Vatikanischen Konzil, über das Privatleben und über menschliche Eindrücke von Professor Josef Ratzinger in Bonn. Allerdings haben wir ein solches Genie auch seitdem nicht wieder hier an der Universität gehabt. Dieser Film erscheint zum 95. Geburtstag des emeritierten Papstes Benedikt XVI. Die Premiere dieses Filmes in der Länge von 75 Minuten ist für Freitag, 15. April, geplant. Beten wir für den Papst Emeritus und wünschen ihm zu seinem Geburtstag Gottes reichen Segen. Den Link für den Film finden Sie unten in der Beschreibung. Um neue Filme nicht zu verpassen, können Sie mit einem Klick diesen Kanal abonnieren.